Sag mal, Helmut? Mhm. Was willst du eigentlich später mal werden? Irgendwas mit Musik, so Bandleader. Und du? Irgendwie so Showmaster. Oder? Mein Name ist Yoko Ono. Herzlich willkommen zum 70er-Jahre-Festival hier im Ashram von Sat 1, meine Damen und Herren. Rico Toyani in Reihe 1 hat bei uns. Großartig. Give Peace a Chance. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen am letzten Arbeitstag einer harten Woche. Und Sie sehen heute alles die guten 70er Jahre. Alles, wie es früher einmal war, Flocati-Teppich, diese großartigen Aschenbecher hier. Man drückt einmal drauf und alles wird in der Wohnung verteilt. Die schicken Möbel, wo man sagt, wie genau sitzt man da noch mal? Alles da, meine Damen und Herren. Sie wissen, die 70er Jahre, eine großartige Zeit. Das war die Zeit, in der es noch die gute Hose für den Sonntag gab, oder? Wo man sagt, das war meine Sonntagshose. Und wenn die beschmutzt wurde auf dem Weg in die Schule, hieß es, die bringe ich deiner Mutter in die Reinigung. Das war die Zeit der Sonntagshose. Für manche war, ja, Sie sehen hier, hey. Ja, alles neu. Für viele, viele haben sich gefragt, wann waren eigentlich die 70er Jahre genau zu Ende? Für viele genau zu dem Zeitpunkt, als sie bei Karstadt mit den Koteletten in der Rolltreppe hängen blieben. How many roads must a man walk alone? Das waren die Zeiten damals im katholischen Gemeindehaus, meine Damen und Herren. Der beliebteste Satz der 70er Jahre war welcher? Ich habe nichts gegen lange Haare, aber gepflegt müssen sie sein. Sie sehen das noch heute, ja, bei vielen ARD-Kommentatoren, müssen Sie darauf achten, das sind diese Haare, die so halb noch über die Ohren gehen und so von hinten nach vorne gebürstet werden. Wenn Sie an die Partys der 70er Jahre erinnern, es zog ein merkwürdiger Geruch durch die Partykeller. Die Partybeleuchtung wurde damals hier hergestellt, indem man einfach ein buntes T-Shirt über die Bürolampe gelegt hat. Und dieser Geruch kam von den drei geläufigsten Drogen der 70er Jahre. Das waren Nylon, Trevira und Perlon. Hauteng. Und dann dieses Gefühl gerade für uns, die wir damals in der Pubertät waren in den 70er Jahren zwischen 12 und 28. Zum ersten Mal dieses Gefühl auf der Handinnenfläche Frauenfleisch und auf der Außenfläche Acryl von Pullovern. Ja. Und es heißt Hi-Fi, es heißt High Fidelity. Ja, Jimmy. Oder Jimmy Zerlett an der Orgel heute bei uns, meine Damen und Herren. Hi-Fi. Hi-Fi war doch damals so. Man saß zu Hause und wartete immer darauf, dass im Radio der Hit gespielt wurde, auf dem man gerade scharf war. Ja, dann musste man mit dem Mikrofon an den Lautsprecher vom Radio und es klang alle Lieder gleich, weil meistens kam noch hinten so das Gezeter der Mutter ja über diese Hottentott-Musik. Das hat man in allem gehört und die zwei großen Standardzeichen, die zwei großen Statussymbole waren in den 70er Jahren das Bonanza-Rad, ja, und das Kreidler-Florett. Und zwar das Bonanza-Rad. Ich selber war schon in den 70er Jahren extrem cool. Ja. Ich trug einen Römerhelm mit vorne diesem, so Cop-artig, ja. Kennen Sie vom Highway, wo immer der Cop so reinfällt, hey, kann ich mal die Papiere sehen? Mit vorne diesen Knöpfen drauf und da war dann so ein kleines Schild zum Abnehmen und ich hatte ein NSU Quickly. Und in dieser Zeit war man im Grunde auch Kfz-Mechaniker. Ich habe es selber frisiert, Zylinderkopfdichtung raus und Zylinderkopf abgeschleift. Und ich habe dann gemerkt, dass ich nicht schneller geworden bin, als mich die Fußgänger überholt haben. Bei
reinfahren. Ja? Ich war merkwürdig aus, diese große Helm. Das Bonanza-Rad. Sie werden sich erinnern, das Bonanza-Rad musste orange sein. Ja? Es war ganz wichtig, Bananensattel. Und zum Beispiel bei mir in Nürtingen hatten nur Kinder aus gescheiterten Ehen Bonanza-Räder. Als Entschädigung, ja, weil die Eltern so ein schlechtes Gewissen haben. Ja, ja, Papa ist ausgezogen, aber hier ist ein Bonanza-Rad. Und fuhren dann so rum. Das zweite war den Rennradlenker nach oben gedreht. Den Rennrad. Und alle, die dann sagten, guck mal, der hat ein Bonanza-Rad, ja, aber die Eltern sind geschieden. Das hat einen aber weniger belastet als die Tatsache, dass man kein Bonanza-Rad hatte. Ja? Ich hatte auf dem normalen Fahrrad, das ich mir vom ersparten Kommunionsgeld. 130.000 Mark gab es damals, nicht wie heute. Vom ersparten Kommuniongeld einen Bananensattel selber draufgeschraubt aufs normale Fahrrad. Und das Problem war, man hatte vorne diesen coolen Lenker, ja, Sie wissen, Peter Fonda in Easy Rider. Und hinten drauf war diese hohe Lehne. Man musste jetzt praktisch sich hinten anlehnen, aber der Sattel war zu kurz und passte nicht aufs Rad. Und da hab ich mir zum Beispiel ganz schwere orthopädische Schäden geholt, die nicht mehr zu regulieren sind. Damals hieß übrigens nicht, das Rad ist geil oder cool, sondern es gab regional bedingt so Begriffe wie zum Beispiel Schnafte. Schnafte oder Töfte. Ja, kennen Sie dich? Ja, ich auch nicht, aber hat man gesagt. Ja, Töfte. Ja. Oder Groovy. Groovy. Meine Damen und Herren, ich freue mich, dass wir sehr, sehr, sehr viele prominente Gäste hier haben. Ich sehe hier zwei Stars der Hitparade. Steht mal bitte auf einmal. Hallo, servus, schön, dass ihr hier seid. Cindy und Bert, meine Damen und Herren. Hallo, meine Herren. Ja. Und mit dem großen Hit Jenny, 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 Dreams are just a penny, King Cates, da ist er. Ja. Hallo. Ja. Meine Damen und Herren, heute Abend hier bei uns Jerry Hall zu Gast. Jerry Hall. Und mit schwerer Meniskusverletzung Heinz Hönig, meine Damen und Herren. Und die Schauspielerin Franka Potente. Die 70er Jahre, das war die Zeit, wo zum Beispiel Türken noch nicht ausländische Mitbürger hießen, sondern Gastarbeiter. Sie fuhren damals Ford Granada, vereinzelt auch mal Opel Diplomat. Ja. Die 70er, das war die Zeit, als die Deutschen und ihre Fabriken noch unschuldig rauchten, die Flüsse sauber und der Sex schmutzig waren. Wir alle erinnern uns, glaube ich, gern. Damals hieß es zum Beispiel autofreier Sonntag. Sie erinnern sich, autofreier Sonntag und nicht Formel 1 Rennen mit Ferrari. Den autofreien Sonntag gibt es auch häufig noch heute, wenn man zu sechst im Golf von der Disco heimfährt, 4 Uhr morgens. Und nicht nachmachen! Der Baum war schon immer da! Die 70er Jahre, das war der Kampf der Systeme, meine Damen und Herren. Sie wissen, wir sind ein Politmagazin, das war BRD gegen DDR, Freiheit gegen Sozialismus, Adidas gegen Puma. So war das damals. Die DDR hieß ja früher nicht DDR, sondern drüben. Und heute heißt sie nicht mehr so, ist aber noch immer da und sieht genauso aus. Freundschaft! Ja. Wo man mich sagen muss, gemessen an dem, wie es heute beim FC Bayern zugeht, herrschte in der ehemaligen DDR absolute Meinungsfreiheit. Ja? Wir erleben zurzeit gerade ein großes, das werde ich Ihnen nachher zeigen, meine Damen und Herren, ein großes ABBA-Comeback. Für mich war die Gruppe nie weg. Ich habe noch heute 3 Büchsen ABBA-Thunfisch zu Hause. Sie wissen ja, wie hießen sie? Björn, Agneta, Abelarda und Björk oder so ähnlich. Die 4. Ja? Sie haben ja das Geld rechtzeitig investiert und das war diese Zeit damals, in der die Frauen im Sport aussahen wie Männer und die Männer in der Popmusik wie Frauen. Und das Erstaunliche für mich war, meine Damen und Herren, wenn Sie an die 70er Jahre erinnern, sagen, wer war der entscheidende Mann im Fernsehen? Hans Rosenthal und Hans-Joachim Kulenkampf. Hans-Joachim Kulenkampf wird morgen 75 Jahre alt, meine Damen und Herren. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Und ich sage, ja,
Das war im Grunde die Öko-Version von Gel in den 70ern. Wirklich. Meine beiden Lieblingssätze von Hans-Joachim Kulenkampf waren immer in seiner Show. Der eine war, Sie sprechen gut Deutsch. Und der andere Satz. Der andere Satz war, die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um ca. 50 Minuten. Meine Damen und Herren. Ebenfalls morgen Geburtstag der großartige Trainer des 1. FC Köln, der modisch absolut den 70ern treu geblieben ist, und zwar den ganz frühen, sehr ländlichen 70ern. Peter Neuro hat morgen Geburtstag, er wird 41 Jahre alt. Meine Damen und Herren. Man hat jetzt festgestellt, Obst und Gemüse wirken absolut potenzfördernd. Vor allem Gurken, Bananen, Möhren und Porree. Bei alten Männern hilft vor allem junges Gemüse. Und auch im Bett heißt der neue Trend, die Möhre danach. Hey! Unser Publikum aus den 70ern. Nur 10% der Übernachtungen in deutschen Hotels werden von Ausländern gebucht. Nur 10% sind Ausländer in unseren Hotels. Der Rest lebt in Containern oder er macht in den Hotels die Betten. Das hat man jetzt herausgeholt. Viele Ausländerinnen übernachten nur stundenweise in unseren Hotels. Und Sie haben es heute Morgen vielleicht gelesen, meine Damen und Herren. Franz Beckenbauer, einer der großen, der Timothy Leary des FC Bayern. Ja, im Grunde der spielerische Drogenpapst der Bundesliga. Geht als Werbefigur, und zwar nicht als wandelnde Litfaßsäule, sondern als Weltbotschafter zu Warsteiner. Und man führt jetzt auch bei Bayern den Werbeslogan ein, Franz, der einzig Wahre. Und man hat sich überlebt, Uli Hoeneß, meine Damen und Herren, hat sich gedacht, wenn der Franz zu Warsteiner geht, vielleicht wäre es eine Möglichkeit, Oli Kahn zu Chiquita. Meine Damen und Herren, Jerry Hall, Hein König, Franka Potente, heute Abend hier bei uns, wie immer, Musik, Helmut, Jimmy, Talent und Ben. Die 70er Jahre waren auch für mich persönlich die beste Zeit, aber ich habe es nicht gemerkt damals. Und ich selber war Mitglied einer erfolgreichen Popgruppe, meine Damen und Herren. Wir haben unter anderem den Grand Prix Eurovision de la Chanson gewonnen und ein kleiner Videoclip aus der. Hallo, meine Damen und Herren. Sie wissen, wir haben uns hier ein bisschen 70er Jahre mäßig eingerichtet. Schauen Sie, 70er, das war die Zeit der großen Radiowecker, oder? Das kennt man auch. Und hier die süßen kleinen Prilblümchen. Ich habe die zu Hause immer draufgeklebt in der Küche, und zwar an den Stellen zwischen den Kacheln, wo die Ameisen rauskamen. Und natürlich musste man sich in den 70er Jahren als Moderator nicht merken, was als nächstes kam, denn dafür hatte man ja seine charmante Assistentin und auch ich habe heute Abend einen. Ich begrüße meine reizende Assistentin Eva. Hallo Eva. Zeig dich doch gerade einmal, Eva. Danke, Eva. Ganz schön scharf, was? Mhm. Ja, hier steht es, da steht es, meine Damen und Herren. Sat1 hat ein Fax geschickt, bitte weise sofort hin auf die 35. Folge der erfolgreichsten Sendung aller Zeiten. Bitte schön. Die dicken Kinder von Landau. Folge 36, Mamas Papi Hasch. Schön, Viggo Torjani heute Abend so begeistert zu sehen.
Helmut, hast du eigentlich noch konkrete Erinnerungen an die 70er? Sehr, sehr vage, nebulös, verschwommen hinter Qualm, ja. Du kennst das. Ja, hast du damals nicht ganz kurze blonde Haare? Ich hatte schon immer so. Das sieht absolut gut aus. Wirklich. Danke. Das sieht großartig aus. Jimmy Salad, meine Damen und Herren. Ich sehe ein bisschen so aus wie mein Geschichtelehrer früher. Herr Gfröreis. Schade, dass Sie nicht gekannt haben. Herr Gfröreis. Hat sie so die Haare. Sah cool aus, finde ich. Meine Lieblingssendung war übrigens damals, meine Damen und Herren, Dalli Dalli, oder? Mit dem unvergessenen Hans Rosenthal. Ja, das war doch eigentlich cool. Man kannte eigentlich Dalli Dalli auswendig. Und wir haben uns alte Dalli-Dalli-Sendungen angeschaut für heute Abend und wir haben gesagt, Donnerwetter, einer der besten, einer der schnellsten war doch unser Bundestrainer Hans-Hubert Berti Bolek Vogt. Er war auch mal irgendwie bei der Kategorie Kanone gegen Knast oder so eingeladen. Und Berti Vogt mit einem spitzen Auftritt bei Dalli-Dalli. Bitteschön. Wir geben zu Anfang ein Neuntel eines Bildes frei, dann das zweite Neuntel, dritte Neuntel. Wenn man das nach dem vierten Neuntel schon weiß, was es ist, sind ja fünf Felder verdeckt geblieben, hat die Mannschaft fünf Punkte. Dalli, klick! Berti Vogts war der Erste, ich sehe das am Lichtzeichen, wer zuerst drückt. Berti, zwei Felder sind erst geöffnet, sieben sind noch unbedeckt. Was ist es? Ja, eine Windmühle. Sie sagen eine Windmühle. Wenn es stimmt, hätten Sie 350 Punkte. Scharfes Auge, Adlerblick. Wollen wir mal gehen. Bitte das ganze Bild zeigen. Ja, es sind 350 Punkte. Ja. Ha! Das war für Berti nicht einfach zu erkennen. Und ich habe gehört, wie er bei Bio gesagt hat, er träumt davon, eines Tages mal von zwei Windmühlenflügeln erschlagen zu werden. Was auch immer gut kam in den 70ern, das waren ja diese Räucherstäbchen, nicht? Wo man immer so aufpassen musste, dass man die in den Flocati reingebrannt hat. Und ich meine, ist doch besser statt Waffen, hm? Ja. Viele haben sich in den 70ern auch wegtragen lassen vor Kernkraftwerken und so. Ich habe mich auch wegtragen lassen vom Pausehof in die Schule rein. Es kam aber nicht gut an. Bei vielen engagierten Mitschülern und so war ich damit unten durch. Also noch mehr unten durch. Und mir gehen diese Bilder ständig rum. Das war doch immer, wie heißt der Dürre mit diesem Bart? Der hat sich überall wegtragen lassen. Der wurde eigentlich durch die 70er rumgetragen. Erhard Eppler. Oh. Das wäre auch mal ein Gast für uns. Cool, witzig, locker. Sieht man viel zu selten. Erhard Eppler. Es gibt so viele Bilder aus den 70ern, ja? Die Bilder hat man immer noch präsent und man weiß gar nicht mehr, worum es da ging. Und wir haben drei der einprägsamsten Bilder und möchten Sie noch mal fragen, wissen Sie noch, was es damals war? Heidi, die Bilder bitte. Wie prompt das mit der Auszahlung meiner Versicherung geklappt hat. Na sehen Sie, Frau Lorenz, das habe ich Ihnen doch gesagt. Hallo Omi. Tag, Herr Kaiser. Na nur, du kennst mich noch. Ja, Sie haben ihn erkannt, das war Herr Kaiser. Frage, was antwortet dieser kleine Junge? Antwortet er A, klar, Papi? Oder B, na klar, und wenn Omi stirbt, werden wir reich? Oder meine liebe zugedröhnte Gemeinde, antwortet er C, ja, auch mit Hose an. Gibt mir da jemand ein Zeichen? So wie gegenüber in den Winnetou-Filmen früher. Wo zwei Blinkern hieß es, die Apachen kommen. Wir haben noch ein Bild aus den 70ern, meine Damen und Herren. Und zwar dieses hier. Intershop. Sie wissen, das war der große Laden in der damaligen DDR.
Was sehen wir genau hier? Sehen wir hier A, den Autosalon Ostberlin 1975? Oder B, angeblich 4 Bananen eingetroffen? Oder sehen wir C, Warschauer Pack? Und einer unserer ausgeflipptesten, meine Damen und Herren, der John Lennon des Mittelfeldes, hier noch mit weißem Anzug und schwarzen Haaren, Franz Beckenbauer. Hier, das ist er, unser Kaiser in den 70ern. Ja, was denkt er hier? Denkt er A, schauen wir mal. Oder denkt er B, die alte Saufi mir schön? Oder denkt er etwa C, ich glaube, ich krieg schon wieder Kaiserstuhl? Ja. Für mich persönlich eine der schönsten Erinnerungen an die 70er Jahre war, als ich mit meinem Partner damals aufgetreten bin. Wir sind ja 8 Jahre lang haben wir die Hallen gefüllt und draußen auf den Parkplätzen dann Konzerte gegeben. Es war die große Zeit, meine Damen und Herren, Sie wissen, Howie and Harry, meine Zeit mit Howard Carpendale. Und ich habe aus meinem Privatarchiv nochmal was für Sie mitgebracht. Wenn man sich von Herzen liebt und dazu sagen wir gerne. Mein erster Gast heute, meine Damen und Herren, eine kleine Sensation für mich, dass sie heute hier bei uns ist. Sie ist nicht nur ein internationales Topmodel, sie ist auch die Gattin eines sehr erfolgreichen Berufsmusikers. Er spielt in einer Combo, die mit elektrischen Instrumenten auftritt. Die Band heißt The Rolling Stones. Ja, so sagt der Manager Fritz Rau, ich habe The Rolling Stones nach Deutschland gebracht. Ja, so Rolling Stones, sagt der Island war. Und ich weiß nicht, ob der eine oder andere schon mal den Namen des Sängers der Band gehört hat. Er heißt Mick Jagger, meine Damen und Herren. Hier ist seine Gattin. Herzlich willkommen, Jerry Hall! Fühlt sich wohl hier bei uns in den 70ern? Feeling... Well, yeah, I kind of remember a little. Ja, irgendwie fällt mir da alles wieder ein, ja. So die eine oder andere Erinnerung. Waren die 70er für Sie auch eine sehr, sehr wilde Zeit persönlich? I was very young then. Ich war damals noch sehr jung. haben Sie Popmusik gehört zu Hause? Well, actually in Texas we listened also in to a lot of Texas country haben Western wir sehr viel Country- music, und Western-Musik angehört, aber ich habe 1977 angefangen, mit Mick zusammenzuleben. Also da habe ich dann natürlich Rock'n'Roll kennengelernt. Wie haben Sie sich kennengelernt, Sie und Mick Jagger? We met after one of his shows wir haben in London, uns nach einer seiner Shows in London getroffen, in dem Plaza Hotel. Nein, nicht so, wie man sich vorstellt, oder so, sondern es heißt... Herr Jagger würde gern noch einen Drink nehmen oder wie? Ist es nicht so einfach? Also viele Millionen Frauen wollen Mick Jagger kennenlernen und Sie haben es geschafft. Well, I was with my ja, then ich fiance, war damals mit meinem Verlobten zusammen, mit meinem damaligen Verlobten. Und er hatte einen seidenen Bademantel an. Und wir haben also damals sicherlich noch nicht angefangen, miteinander auszugehen.
Ja, und den Bademantel trug er unten im Hotelfoyer? Nein. Den seidenen Bademantel. Das war schon. Ja? Das ist genauso, wie man sich so vorstellt. He looked very beautiful. Er sah wunderschön aus, er hatte sehr langes Haar und er sah sehr männlich aus. Männlich. Sie sehen heute Abend absolut hinreißend aus. Ja. This is Terry Mugler. Terry Mugler. Ich habe einen Dreijahresvertrag mit ihm. Ich mache Werbung für Angel Perfume, Parfum. Und ich habe Ihnen etwas mitgebracht hier. Smells like an angel. Yes. Kennen Sie die Kelly Family? It's very commercial. You know the Kelly Family? It's for men and women. Von androgynous, like angels. Es ist für Männer und für Frauen. Es ist androgyn und das ist ein ganz neues Produkt. Es gibt auch ein Haarspray von Angel. Vielleicht brauchen Sie so etwas auch. Das trocknet das Haar nicht aus, nein? No. Weil ich habe Angst mit dem Spliss. Der Haarfresser, also wie man hier sagt, ja. Ich habe keinen Spliss, nein. Es ist sehr gut, wenn man lange abends in einem verrauchten Zimmer ist. Und dann bekommt man diesen rauchigen Geruch aus den Haaren. Dass man es gar nicht nur nimmt, damit das bei jeder Frisur hält, sondern einfach, um diesen Geruch wegzukriegen. Haben wir das Foto schon gesehen, wo Sie im Sand in Neu-Mexiko sich haben fotografiert? Das ist ein tolles Foto. Für Terry Mugler. Terry Mugler hat diese Bilder selber gemacht. Und das war in White Sands in New Mexico, wo es damals die ganzen Atomversuche gab mit den Atombomben. Und ich bin sicher, dass der Sand ganz kontaminiert war noch, aber es war wunderschön dort. Aber Sie haben gar nicht afraid? No. New Mexico ist auch sehr gefährlich mit Klapperschlangen und Gila-Monsters und Skorpionen. Haben Sie davor keine Angst, wenn Sie da im Sand ausbreiten, dass da so ein Tier kommt? No, because I come from Texas. Nein, denn ich komme ja aus Texas und dort gibt es auch sehr viele wilde Tiere und deswegen bin ich das gewohnt. Ich trage hier auch etwas aus Texas. Raccoon penis sind Penisknochen von einem Waschbären. Penisknochen von einem. Lucky Raccoon Ladies. Ja, haben die Waschbärendamen aber Glück. Absolut. Denn ich muss sagen, die menschlichen Penisknochen sind ja sehr viel kleiner. Das sind also die einzigen Lebewesen, die einen Knochen dort haben, ja? Verbindet man damit in Texas was? Bringt das Glück oder Standhaftigkeit oder für die nächsten Jahre? These are very old. Also die hier sind ganz alt. Meine Schwester hat sie bekommen als Geschenk. Ein Bullenreiter hat sie ihr geschenkt. Cowboys schenken ihren Mädchen solche Und man reibt daran, das bringt Glück. Da ist es aber schon ab vom Waschbären. Ja. Hat auch mir sehr geholfen. Sie haben gerade eine schöne Reise gemacht, einen schönen Urlaub. Yes, Mick, since he finished his tour. Mick hat gerade seine Tournee abgeschlossen und er war 2 Jahre unterwegs bei seiner Welttournee. Und er kann es einfach nicht sein lassen. So sind wir also einfach noch einmal verreist in all diese exotischen Orte. Und ich habe ein paar Bilder mitgebracht.
nach Irianjaya gefahren. Irianjaya haben wir eine Zeit mit den Kannibalenstämmen dort verbracht. Und das hier ist eine Frau, die mich adoptiert hat. Das ist also meine Adoptivmutter. Sie hat mich Carola genannt. Merkwürdig. Yeah. Das ist Mick. Yeah, I was very worried. Ja, da habe ich wirklich Angst gehabt. Ich habe die Befürchtung gehabt, dass sie ihn kidnappen würden, aber sie hatten ihn nur mitgenommen, weil sie ihn taufen wollten. Aha. And that's Mick's mother. Und das ist Micks Mutter. She named him Biermock. Sie hat ihn Biermock genannt. Sie hat ihn adoptiert? Yeah, he got adopted. Ja, er wurde adoptiert und er musste eine Zeremonie über sich ergehen lassen, wo alle Männer sich auf den Bauch legen, sie tragen keine Kleider, und die Frauen sitzen auf ihnen sitzen über ihnen in diesen Strohröcken, und die Männer müssen da durchkriechen durch die Beine der Frauen, und dann musste er an der Brustwarze seiner Adoptivmutter saugen, und dann wurde er zum Stammesmitglied aufgenommen. Das sind wunderbare Menschen. Hier sind wir jetzt beide als Eingeborene zu sehen. Und dann fuhren wir nach Kenia auf eine Safari zusammen mit den Kindern. Wenn man das so sieht, haben Sie da irgendwie in einem Wohnwagen gewohnt oder im Zelt? Ja, wir haben in Zelten gewohnt und ich sagte die ganze Zeit, können wir nicht mal wieder nach Paris fahren und im Ritz schlafen? Aber es war natürlich eine aufregende, wunderschöne Zeit. Und hier ist Mick mit all den Leuten, die für uns gesorgt haben. Das sind Krieger des Maasai-Stammes, die uns nachts bewacht haben. Wussten die Leute, wer Mick Jagger ist? Nicht viele von ihnen, nein, denn wir waren ganz weit draußen. And then here we are in Texas. Und hier sind wir jetzt in Texas. Da sind wir mit dem Fluss, dem Guadalupe-Fluss, heruntergefahren. Hier wieder beim Camping in Mexiko. Das ist aber wirklich eine unglaublich sympathische und eigentlich ganz normale Familie, wie man das so sieht hier auf den Fotos. Yeah. Ist Mick Jagger ein strenger Vater? Yes, he is. He's very, very strict. He's strict. Ja, er ist sehr streng. Er mag es nicht, wenn die Kinder zu viele Bonbons essen, nicht zu viel Süßigkeiten, nicht zu viel Fernsehen. Und er bringt ihnen sehr gute Manieren bei. Er ist wirklich sehr gut. Er ist ein sehr guter Vater. Und wenn er auf Tournee ist, ja. Bitte schön. Ruft er abends an, wenn er auf Tournee ist, oder fahren Sie manchmal mit den Kindern hin und besuchen ihn auf einem der Konzerte? Yes, we go Ja. Ja, wir gehen bei vielen dieser Tourneen mit, und es wird bald im nächsten Jahr wieder zu einer Tournee kommen. Dann werden wir durch Amerika und Südamerika wieder einmal reisen, und wir lieben Südamerika. Es ist wunderbar dort. Ich habe gehört, Sie sprechen ein kleines bisschen Deutsch. Ist das richtig? Well, I can say sehr schön und guten Abend. Danke. Ja. Mehr ist es nicht. Das war wunderbar, to have you with us. Thank you very much. Bye-bye. Thank you. Jerry Hall. Zelturlaub im Dschungel, Helmut. Wäre auch mal was für uns, oder? Ja, müssen wir mal machen. Wir sind eigentlich ähnliche Typen wie die Stones, oder? So von der Optik her. Nee? Schön, dass Sie da sind, meine Damen und Herren! Heute hier! I smell like an angel. Damit kann man, glaube ich, auch die Steuerfahndung abwehren, vom Boot aus. Mein nächster Gast ist einer unserer liebsten Freunde hier der Sendung, und er hat eine aufwendige Operation hinter sich. Und wie aufwendig, das wird er gleich selber sagen. Und er wird hier hereingeschoben im Rollstuhl. Ich bitte Sie um erhöhte menschliche Anteilnahme für Heinz Hönig.
Ich setze mich hier hin, so wie Fliege nachmittags, weißt du? Lieder. Erwartest du jetzt von mir, dass ich so ein bisschen die betroffene Nummer mache? Hat sich dein Leben verändert oder so? Oder das ist ja was Vorübergehendes, was du hast. Hab Mitleid mit mir, bitte. Ja, du hast eine Meniskusoperation hinter dich gebracht. Der Meniskus, der Innenmeniskus, wie du sehen kannst hier mit deinem Auge, ist doch schon längst draußen. Guck doch mal hin. Weg. Das sind jetzt Knorpelschäden. Aber es wächst wieder nach. Es war eine wahnsinnige Operation und du konntest die anschauen, während du operiert wurdest. Ich habe gar nichts gemerkt. Es war sofort vorbei. Du konntest ich wachte auf und er sagte mir, Dr. Toft, sagte er, pass auf, Herr Hönig, nicht, dass Sie denken, dass es nur ein 12-Kilometer Marathon ist. Sie haben einen 60 Kilometer langen Marathon vor sich. Aber wenn Sie es schaffen, dann können Sie es packen. Und das versuche ich jetzt. Ich darf nicht auftreten und wir tun alles dafür, meine Gang, dass es auch nicht passiert. Ja. Du hast dich aber auch nie geschont. Wir zeigen mal einen Ausschnitt aus dem aktuellen Film, mit dem du gerade im Kino bist. Nur aus Liebe. Ja? Und da sieht man auch wieder so eine Stelle. Du bist ein böser Russe, bist du da, ja? Ничего, доктор. Где это? What? Gramm. Чистый цезий. Ja. Das. Dir steht der Hut da hinten sehr gut. Ist das eigentlich echtes Russisch, was du da sprichst? Ja, klar. Hast du es extra gelernt oder konntest du das schon? Ja, das lernt man. Man macht seine Schulaufgaben vor dem Dreh. Ist doch mal so. Ja, um sich dafür vorzubereiten. Was hast du denn hier in der Klasse? Das ist ein Geschenk. Wir waren gestern also mit unserem Film, nur aus Liebe. Wir waren in Kiel. Was gibt's in Kiel? Hast du schon gegessen? Sprotten. Ja, genau. Kieler Sprotten habe ich mir geben lassen. Ich habe es auch geschenkt gekriegt. Willst du? Pack mal aus, bitte schön. Original Kieler Sprotten. Hier, alles dabei, Leute. Ein bisschen Aufklärung. Das merkt man. Halten die denn so lange? Die halten, wird auch geräuchert. Die sind auch immer im Kühlschrank gewesen. Mm, so, echte Kieler Sprotten. So haben wir damals auch gegessen. Und zwar noch auf der Landstraße. Kannst du dich erinnern? Ja. Hoppa. So, Moment. Aber die isst man eigentlich so. Du denkst, ich mag das nicht, oder was? Oh. Original. Jetzt bist du für den Film in diesem Stuhl auf PR-Tour. Ja, wir sind mitten dabei. Wie reagieren denn die Frauen? Spürst du was so vom Mitleidseffekt oder so, wenn du da sozusagen als Rollyboy kommst? Entschuldige bitte. In den 70er Jahren durfte man mit Vollmund sprechen. Cool. Reagieren fantastisch. Es gibt viel mehr Mütter auf dieser Erde, seitdem ich mit Rollstuhl fahre. Also vom Gefühl aus. Ja. Der Mutterinstinkt erwacht. Erlebe ich mal wieder. Und wenn. Ach, Herr Hönig, was haben Sie da gemacht? Und so. Sein Mensch, Kind, ist doch alles in Ordnung. Lass mich wieder nachwachsen. Alles klar. Ist man denn sozusagen in seinem Bewegungsraum eingeschränkt? Kannst du nach wie vor alles lesen? Und mein Schreibtisch ist zum Beispiel so. Die Bitte? Ja. Also mein. Ja. Mit dem Bein hier. Mein Schreibtisch ist zu groß. Da muss ich immer auf. Ich meine, ich kann aufstehen, ne? Also hier, so. Ja. Ich kann aufstehen. Das hat man sehr schnell raus. Die Simone hat sofort alle Stühle irgendwie beiseite geräumt. Der Tisch wurde gleich von links nach rechts geschoben. Die Flucht war da. Attacke nach vorn war gerettet.
Und so geht das alles. Ja. Man muss sich nur organisieren. Das ist ganz einfach. Und es wird ja wieder werden. Du machst dein Training, du machst deine Übungen und dann. Ja. Ich habe eine gute Begleitung. Wir machen jetzt also die Tour. Ja. Seit anderthalb Wochen. Wir waren, glaube ich, überall. Ich habe mal wieder Deutschland kennengelernt. Warner Brothers sind dabei. Die Jungs sind topfit. Ich habe nie Probleme. Dankeschön. Ena Film hat den Film gemacht. Jetzt schmeiß ich richtig Werbung raus. Ja. Hannes Jenicke dabei, Katja Riemann. Daniela Lunkewitz, die diese Woche bei uns war. Ja. Und Dennis Satin, ein Neuling. Aber man wird ihn beachten in der nächsten Zeit. Ein guter Kopf. Und das war der Regisseur von dem Film. Wir haben zusammengearbeitet und der Film ist seit, ihr habt ihn schon sicherlich gesehen, oder nicht? Natürlich. Natürlich. Und aber wer ja nicht, jetzt. Geht jetzt am Wochenende rein. Meins, mein Lieber. Ich danke dir für die Sprache. Ja, aber du bist nachher noch mit. Ich esse gar noch mit. Ja, natürlich. Okay. Ja, gute Besserung, danke für den Besuch und alles Gute. Heinz Hönig, Schwester Eva. Meine Damen und Herren, es gibt zurzeit einen Film in unseren Kinos, der durchweg hervorragende Kritiken bekommt. Und die Hauptdarstellerin sieht so aus, als ob sie mit diesem Film gleich von 0 auf 100 geht. Der Film heißt Nach 5 im Urwald und die Hauptdarstellerin heißt Franka Potente. Herzlich willkommen! Ich frage dich gleich am Anfang was du 6 Millionen Mal gefragt worden bist. Ist das dein wirklicher Name, Franka? 7 Millionen Mal ungefähr. Ja, ja, ist mein richtiger Name. Ja. Kein Künstlername? Nee, aber normal wird immer nach Potente gefragt, nicht nach Franka. Ja, das ist ja relativ genau. Das klingt so italienisch? Ja? Ja. Das heißt, du bist, hast italienische Vorfahren noch, oder? Ungefähr noch ein 1/16 übrig geblieben, glaube ich. Wo kommst du selber her? Aus Münster. Aus Münster, ja. Sehr schöne Stadt. Ich finde das toll, dass dein Film so hervorragend überall besprochen wird. Ich habe keine einzige schlechte Kritik gelesen. Und es geht grob darum, du feierst eine Party. Mhm. Das ist bei dir zu Hause, ja? Die Eltern sind weg. Ja, auf dem Parteitag. Ja. Und dann kommen die Eltern dummerweise wieder. Mhm. Ich sage das deshalb, weil das ist die Szene, bei der wir einsteigen in dem Film Nach 5 im Urwald. Anna? Papa, sag mal, das gibt's doch nicht. Fies. Anna! Was ist das? Ich frage dich, was das sein soll. Ein Rettich. Hallo, liebe. Wer kam auf die Idee mit dem Rettich? Das ist dem Regisseur nicht selbst passiert, einer Freundin von ihm. Da war es aber eigentlich noch besser. Nur wenn man das im Film erzählt hätte, hätten alle gesagt, das ist für einen Film gemacht. Wirklich? Und zwar hat die Mutter nämlich gesagt, als der Vater so sauer wurde, sie hätte den geschnitzt. Aber wir haben es etwas harmloser. Um die Tochter zu schützen? Genau, um die Tochter zu schützen. Wie, du lebst jetzt in München? Mhm. Bist du wirklich so von Münster nach München gegangen mit dem Vorsatz, ich gehe zum Film, ich schaff das? Nee, ich bin ja auf die Schauspielschule dort gegangen, auf die Otto-Falkenberg-Schule. Ja. Und hast du auch richtig fertig gemacht, abgeschlossen? Nee, ich habe die im zweiten Jahr abgebrochen. Ja? Das heißt, also ich bin nicht mehr im offiziellen Rahmen von morgens bis abends 8, sondern ich mache nebenher mit den Lehrern weiter. Und wie bist du dann entdeckt worden? Ich bin in einer Bar angequatscht worden. Und die wussten auch nicht, dass ich Schauspiel mache und haben mich eigentlich für was ganz anderes gecastet. Und durch Zufall geriet diese Videokassette in die Hände von Hans Christian. Dem Regisseur? Dem Regisseur. Ja. Und wir haben uns 4 Monate später kennengelernt und dann habe ich vorgesprochen und dann hatte ich die Anna. In einer Bar angesprochen worden, ja. Und die wollten auch mit dir einen Film machen?
Ja, das war so eine Moderation von einem Jugendmagazin. Das ist aber geplatzt, wie das beim Film oft so ist. Aber das Videoband gab es ja noch und so kam das dann. Ich habe dich in einem Interview gehört mit SWF 3 und da hast du gesagt, ihr seid mittlerweile auch liiert, du und der Regisseur. Ja. Ja? Fing das so während der Dreharbeiten an? Ja, da haben wir uns kennengelernt. Und ist das nicht ein bisschen problematisch, wenn sie sowas gerade anbandelt, also während der Dreharbeiten? Generell kann das schon sein. Bei uns war es eigentlich überhaupt kein Problem. Nee. Nö. Hat die ganze Sache eher nach vorne gebracht. Ja? Keine Ahnung. Nehme ich an. Sonst wäre der Film nicht so erfolgreich. Du singst in diesem Film eine ganz tolle Nummer. Ja? Das ist eine Nummer von Janis Joplin. Mhm. Mercedes-Benz. Kannst du das hier so live mal für uns ansingen? Das ist ja a cappella, ne? Hast du deine Gitarre dabei? Nein. Ist es denn, ich glaube, auf der Platte ist es völlig ohne von Janis Joplin, ne? Ja, stimmt, es ist ohne. Wenn man so ein bisschen dazu stampfen oder klatschen könnte, kann ich so. Das ist so der Rhythmus. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? My friends all drive Porsches, I must make amends. Worked hard all my lifetime, no help from my friends. So Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Franca Potente. Klasse, ja. Das T-Shirt zum Film? Ich hab kein Parfum. Ich hab noch kein Parfum, aber schönes T-Shirt für Harald statt Parfum. Hey, bitte. Vielen Dank. Nach 5 im Urwald, meine Damen und Herren. So heißt der Film zurzeit im Kino. Die Hauptdarstellerin Franca Potente. Danke dir. Alles Danke Gute. Auch. Viel Erfolg. Tschüss. Meine Damen und Herren, das war es für heute in unserer 70er Jahre Spezialausgabe. Wieder einmal zum 90. Mal die Harald Schmidt Show aus dem Studio 1 des Berliner Kapitols in Köln. Kamera: Irene Lauterbach, Ludger Hoffmann, Roberto Piersanti, Roman Zetlicek und Roland Bode. Bitschnitt: Gabi Menschling, Bildtechnik: Rainer Bergmann, Ton: Stefan Ebert, Headwriters: Ralf Husmann und Peter Rütten, Producer: Stuart D. Barlow, Redaktion: Markus Heidemanns, Regie: Michael Mayer, Gesamtleitung: wie immer, Druck: Brands alias Jörg Grabosch.